Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird. Auf Putins Aggression konnte es keine andere Antwort geben. Wenn unsere Welt eine andere ist, dann muss auch unsere Politik eine andere sein. Wir werden Russland isolieren, wirtschaftlich, finanziell und politisch. Deutliche Worte heute im Bundestag, die eine Zeitenwende in der deutschen Politik bedeuten. Herzlich willkommen auch heute wieder zu einem ZDF-Spezial. Über die einschneidende Regierungserklärung und ihre Folgen auch für Deutschland berichten wir später ausführlich. Doch zunächst schauen wir in die Ukraine, wo der Krieg weitergeht. Ein Überblick über die Lage von Cornelia Donat. Kiews Innenstadt soll sich bislang gegen russische Truppen verteidigen können. In Charkiw aber sehen die 1,4 Millionen Einwohner von ihren Fenstern aus. Die russische Armee ist bis ins Zentrum der Stadt im Nordosten der Ukraine vorgedrungen. Raketen stecken in den Straßen der Wohngebiete. Bilder vom ukrainischen Innenministerium veröffentlicht, sollen den Morgen zeigen nach den heftigen Straßenkämpfen der Nacht. Aber gefallen sei Charkiw nicht, versichert der Gouverneur auf Telegram. Die Stadt sei vollständig unter Kontrolle der Ukraine. Verlassene Panzerruinen der Russen sollen dies belegen. Ob es stimmt, nicht nachprüfbar. Mindestens 13 Leben hat die letzte Nacht hier gekostet. Über 100 sind verletzt. Wen es nicht ganz so schwer getroffen hat, schützt sich mit den anderen im Keller des Krankenhauses vor weiteren Angriffen. All die Menschen hier hatten nur eine kleine Operation, so wie ich. Wir können hier runter, die anderen aber nicht. In der Nacht trafen russische Geschosse auch eine Gaspipeline vor den Toren der Stadt. Die Explosionen weit zu sehen und zu hören. Und die Kämpfe halten an, Schüsse und Sirenen lassen die Menschen rennen, nur weg von der Straße. Bei diesem Einschlag soll ein Mensch gestorben sein, 3 wurden verletzt. Direkt vor einem Blutspendezentrum. Die Mitarbeiter verlegen die Einrichtung kurzerhand in den Keller. Angriffe auch in der Umgebung von Charkiw, gut 100 Kilometer entfernt. Nach Angaben von ukrainischen Rettungskräften sollen hier mindestens 4 Menschen getötet worden sein. Im Separatistengebiet von Donetsk, wo Zerstörung und Krieg schon lange Alltag sind, auch heute wieder Trümmer, Verzweiflung, Leid. Bombenteile seien auf das Haus seines Nachbarn gefallen, so dieser Mann, nur 1,5 Meter von seinem Zaun entfernt. Alle zitterten. Ich bin rausgerannt und wusste nicht, was geschieht, weil es noch dunkel war. Eine Offensive der russischen Armee erwarten sie auch in Saporischschja. Die Stadt liegt für das russische Militär strategisch günstig am Fluss Dnjepr. Von hier aus, so wird befürchtet, könnten bald die nächsten Attacken kommen. Ukrainische Militärkonvois haben sich bereits auf den Weg gemacht, um die Stadt zu verteidigen. Wasilkiw, 30 Kilometer südlich von Kiew, stand schon gestern unter Beschuss. Auch letzte Nacht haben wieder Raketen die Stadt getroffen. Diesmal auch einen Ölterminal, ein Feuerinferno. Die Bürgermeisterin spricht sich und ihren Einwohnern Mut zu. Der Feind will alles zerstören, aber er wird nichts erreichen. Den ganzen Tag lagen wir und lag unser Flughafen unter Raketenbeschuss. Und nun geht es weiter. Aber alles wird gut. Auch wenn es nicht leicht wird, hier oder in Kiew, mit Gottes Hilfe werden wir das durchstehen. Später folgte Entwarnung. Die Feuerwehr schaffte es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Auch Verletzte gab es scheinbar nicht. Und darüber wollen wir auch heute wieder mit dem ehemaligen NATO-General Egon Rams sprechen. Guten Abend. Guten Abend. Herr Rams, besonders unter Beschuss sind wohl Charkiw im Osten und die Hauptstadt Kiew. Wie sehen Sie die militärische Lage im Moment? Also nach der Berichterstattung, die Sie gerade gezeigt haben, würde ich das so formulieren, dass die Ukrainer offensichtlich weiter sehr nachhaltig verteidigen und dass der Angriff der Russen zwar Raumgewinne hat, aber nach wie vor nicht in der erwarteten Stärke beziehungsweise in dem erwarteten Umfang. Von daher stockt der Angriff und man muss abwarten in den nächsten Tagen, wie die Sache sich weiterentwickelt. Ja, es gibt Bilder von Bürgern, die Molotow-Cocktails basteln oder Straßenbilder abbauen.
Kann das bei der Abwehr von solch einer massiven Truppenaufmarsch helfen? Also ich denke, das ist nicht der kriegsentscheidende Faktor, wenn Straßenschilder umgehängt werden oder abgebaut werden. Aber es kann offensichtlich mit dazu beitragen, dass bei den kartenmäßig schlecht ausgestatteten russischen Truppen die eine oder andere Verzögerung auftritt. Und das Molotow-Cocktails bauen sehe ich mehr als ein Zeichen der Ukrainer, die offensichtlich in großer Breite bereit sind, sich gegen die russischen Streitkräfte zu stellen. Und das scheint ein Faktor zu sein, der von der russischen Seite unterschätzt worden ist. Ja, von dem, was Sie mitbekommen, wie agieren denn die russischen Soldaten? Also ich bin etwas überrascht gewesen über Berichterstattung bereits gestern und auch heute, dass offensichtlich russische Soldaten nicht wissen, dass sie in der Ukraine sind und dort einen Krieg führen. Und das ist das, was mich eigentlich sehr, sehr stutzig macht. Der Informationsweg innerhalb der russischen Streitkräfte scheint möglicherweise absichtlich sehr mangelhaft zu sein. Und ich vermute, dass das auch für die russische Bevölkerung in der Breite gilt und dass nur wenige Teile der russischen Bevölkerung tatsächlich wissen, dass Russland einen Krieg gegen das Brudervolk in der Ukraine führt. Das ist ja kaum vorstellbar, oder? Dass Soldaten gar nicht wissen, was sie da tun? Ja, zumindest sage ich mal, nach unseren Informationskriterien, die wir haben, nämlich dass wir Soldaten informieren, ganz einfach militärischer Grundsatz, der lautet, der informierte Soldat ist besser. Dieser Grundsatz scheint bei den russischen Streitkräften nicht so sehr weit verbreitet zu sein. Und das macht die Sache vielleicht problematisch. Wenn die russischen Soldaten insgesamt in der Breite über den Krieg gegen die Ukraine informiert wären, dann wüsste man möglicherweise nicht, wie sie sich dann weiter verhalten würden. Und Ihre Prognose für die nächsten Tage? Also die Kämpfe werden weitergehen. Ich warte immer noch darauf, dass die russische Seite gemeinsam mit der Belarus-Seite die zweite Staffel einführt in die Gefechte, um die Raumgewinne endlich zu erreichen, die man bisher nicht kriegt. Aber ich bin auch sehr überrascht darüber, dass Putin ja heute angekündigt hat, dass die strategischen Raketentruppen in Alarmbereitschaft versetzt werden. Das ist dann eigentlich auch schon, sage ich mal, mit Blick auf die Kampfhandlung in der Ukraine irgendwo ein Zeichen dafür, dass es bei der russischen Führung den Eindruck hinterlässt, dass es nicht so weitergeht, wie man das ursprünglich geplant hat. Vielen Dank, Egon Rams. Ja, es gibt seit heute Mittag Meldungen über angebliche Friedensgespräche. Delegationen aus Russland und der Ukraine sollen sich an der belarussischen Grenze treffen. Föbeger in Moskau, was wissen Sie dazu? Also diese Verhandlungen, die sollen in den nächsten Stunden starten. Die russische Delegation, die hatte aus Belarus heute den Ukrainern ein Ultimatum gestellt. Sie sollten sich bis 15 Uhr an den Verhandlungstisch begeben. Ansonsten würde jedes weitere Blutvergießen auf ihre Kosten, also auf die ukrainischen Kosten gehen. Präsident Zelensky hatte in den letzten Tagen ja immer wieder gesagt, dass er zu Gesprächen mit Russland bereit sei, quasi überall, aber eben nicht in Belarus. Und er hatte gute Gründe dafür, Belarus abzulehnen, denn von dort aus sind russische Truppen in die Ukraine eingefallen und von dort aus wurden auch russische Raketen auf die Ukraine abgeschossen. Jetzt hat Zelensky also eingelenkt und Verhandler ins Grenzgebiet zu Belarus, nach Belarus geschickt. Die große Frage ist jetzt, worüber wird da überhaupt geredet? Ein Mitglied der russischen Delegation, das hat heute gesagt, man sei eigentlich ziemlich kompromisslos, was die eigene Position angeht. Das würde dann bedeuten, dass Moskau darauf besteht, dass die Ukraine entmilitarisiert wird und dass die Regierung ausgetauscht wird. Das hatte der Kreml ja in seiner, sagen wir mal, sehr eigenen Wortwahl in den letzten Tagen immer wieder gefordert. Und Zelensky, der sagt, er wird als Ziel ausgeben, die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen. Wir sehen also, dass die Verhandlungspositionen denkbar weit auseinanderliegen. Ja, wie ist denn überhaupt gerade der Rückhalt für den Kriegskurs von Wladimir Putin in der Bevölkerung? Wächst da der Widerstand? Also zumindest sind heute auch wieder Menschen in Russland auf die Straße gegangen, in verschiedenen Städten. Und das, obwohl es auch direkt wieder zu massiven Festnahmen kam. Derzeit hören wir von 2100 Festnahmen im ganzen Land. Es erfordert also wirklich ganz besonderen Mut, hier in Russland gegen Putins Kurs zu demonstrieren. Und für jeden, der auf die Straße geht, da gibt es eben auch einige, die den Kriegskurs ablehnen, aber das sich nicht trauen, offen zu sagen. Wir wissen, dass es viele, vor allem junge Russen gibt,
gibt, die sich um die Zukunft in diesem Land betrogen sehen. Viele Menschen, die Angst haben, was die Sanktionen für ihre persönliche finanzielle Lage bedeuten, für die Wirtschaftslage in Russland. Viele bangen um ihre Jobs. Es ist schon eine bedrückte Stimmung unter Teilen der Gesellschaft. Aber ob diese Menschen sich irgendwann ein Herz fassen werden und ihre Meinung auch offen kundtun, und ob das dann wiederum reicht, um Druck auf Präsident Putin auszuüben, vielleicht seinen Weg zu ändern, das wird man alles abwarten müssen. Ja, der russische Präsident hat die Atomstreitkräfte des Landes in Kampfbereitschaft versetzt. Was heißt das denn praktisch? Das bedeutet, dass diesen Abschreckungswaffen gehören die Atomwaffen, aber da gehören eben auch zum Beispiel Hyperschallraketen dazu, ganz neuartige Waffensysteme. Und die Befehlskette ist von diesem Moment an, wo die in Alarmbereitschaft versetzt werden, ist sie relativ kurz. Präsident Putin hat also eine weitere Eskalationsstufe gezündet, das muss man so sagen. Und er hat das ja begründet damit, dass aus NATO-Ländern aggressive Worte gegen Russland gerichtet sein worden sind. Und da muss man also sagen, dass diese Begründung, dass er jetzt also wieder sagt, Russland sei ein vom Westen bedrohtes Land und müsse sich verteidigen, dass diese Begründung ja auch dafür hergehalten hat, um in die Ukraine einzumarschieren. Jetzt also ist es die Begründung dafür, weiter zu eskalieren, zumindest rhetorisch. Vielen Dank, Föbega, nach Moskau. Ja, und dann schalten wir auch weiter zu unserer Korrespondentin Claudia Bates in Washington. Wie ist denn dort die Reaktion auf die Alarmbereitschaft der Atomwaffen durch Wladimir Putin? Es gibt noch kein Statement des Weißen Hauses oder von Präsident Biden persönlich. Seine Sprecherin Jen Psaki äußerte sich heute Morgen in einem Fernsehinterview und sie sagte, das folgt eigentlich einem alten Muster. Präsident Putin würde eine Bedrohung selber konstruieren, um dann die darauffolgende Aggression damit zu rechtfertigen. Man werde dem entgegentreten und man wisse, sich zu verteidigen. Außerdem hat sich noch geäußert die Botschafterin bei den Vereinten Nationen der USA, Linda Thomas-Greenfield. Sie sagte, dass Putin mit dieser Bereitschaft der Atomstreitkräfte den Konflikt auf inakzeptable Weise eskaliere. Interessante Aussagen gibt es noch von Analysten. Es hat sich zum Beispiel der frühere Verteidigungsminister und CIA-Direktor Gates geäußert. Der sagte, man kenne Putin ja eigentlich als meisterhaften Strategen. Und er habe sich diesmal komplett verkalkuliert. Putin habe sich verändert. Er habe sich gigantisch verkalkuliert, indem er auf die Zerrissenheit der NATO gesetzt hätte. Das sei aber so nicht eingetreten. Die NATO sei geeint. Und Putin sei jetzt völlig isoliert und entgleist. Wir warten natürlich auf ein Statement von Präsident Biden, rechnen heute auch noch damit. Sicher wird er noch mal versichern, dass die NATO keine Bedrohung für Russland darstellt. Und dann müssen wir eben sehen, ob auch er die Alarmbereitschaft hier erhöht. Vielen Dank für die Einschätzung, Claudia Bates in Washington. Ja, und heute gab es auch ein Krisentreffen der 27 EU-Innenminister in Brüssel. In einer Sondersitzung ging es um Hilfe für ukrainische Flüchtlinge und ihre Verteilung innerhalb der Europäischen Union. Ja, und in Brüssel begrüße ich jetzt die Innenministerin Nancy Faeser. Guten Abend. Guten Abend, Frau Pieper. Frau Faeser, wir erleben dramatische Szenen von Familien, Kindern, die die Ukraine verlassen. Wie wird Europa in dieser Situation helfen? Es sind in der Tat furchtbare Bilder und eine furchtbare Situation. Ich bin sehr froh, dass wir heute unter den 27 Mitgliedstaaten Einigkeit darüber hatten, dass wir jetzt helfen müssen. Es ist uns heute gelungen, einen europäischen Schulterschluss für eine unbürokratische Aufnahme von den Geflüchteten zu erreichen. Wir werden jetzt die Kommission bitten, einen Antrag zu stellen, damit unbürokratisch aufgenommen werden kann innerhalb der EU mit einem einheitlichen Verfahren. Und darüber bin ich sehr froh. Sie sprechen von unbürokratisch, eine faire und gerechte Verteilung von Flüchtlingen. An diesem Ziel ist die EU bisher immer gescheitert. Klappt es diesmal? Ich habe den Eindruck, dass es diesmal klappt. Es gibt eine Richtlinie, die genau für diesen Fall vorsieht, dass es unbürokratisch gemeinsam gleich für alle Mitgliedstaaten erfolgt, die Flüchtlingsaufnahme. Und es könnte sein, dass wir sogar am Donnerstag bereits diesen Beschluss dann fassen. Ja, viel ist ja heute von Zeitenwende die Rede. Würden Sie das auch in Bezug auf die europäische Flüchtlingspolitik dann so nennen?
Ich würde es als sehr großen Fortschritt benennen und ich hoffe aber, dass wir darüber hinaus auch an einem gemeinsamen Asylsystem am Donnerstag und Freitag im offiziellen Rat weiterarbeiten können. Mhm. Auf wie viele Flüchtlinge stellt sich denn Deutschland ein? Zahlen kann man jetzt noch überhaupt nicht nennen. Es war heute einheitlich der Bericht darüber, dass natürlich vor allen Dingen die benachbarten Länder von der Ukraine im Moment sehr viel Flüchtlingsaufnahme haben. Viele vor allen Dingen darüber, über Familien, über Bekannte, weniger in geschaffenen Einrichtungen extra dafür. Deswegen kann man zum jetzigen Zeitpunkt über Zahlen noch nichts sagen. Auch in Deutschland sind ein paar hundert bisher angekommen, aber das merken wir nicht durch zusätzliche Unterkünfte. Wie gesagt, die gehen in Familien, in Bekannte und insofern müssen wir da jetzt erstmal abwarten, aber auf alles vorbereitet sein. Und ich bedanke mich zum einen für die großartige Bereitschaft der Menschen, wenn man heute sieht, 100.000 Menschen, die aus Solidarität mit der Ukraine auf die Straße gegangen sind. Für Frieden ist das ein tolles Signal und auch die Bundesländer und Kommunen haben gesagt, dass sie aufnehmen wollen. Auch dafür bin ich sehr dankbar. Lassen Sie mich nochmal nachfragen, unbürokratische Aufnahme, was heißt das denn ganz konkret? Es gibt ein Verfahren nach § 24 Aufenthaltsgesetzes, die Umsetzung einer europäischen Richtlinie. Die europäische Richtlinie wurde bisher noch nie gezogen. Wir haben uns heute darauf geeinigt, dass die Kommission diesen Antrag stellen soll. Und möglicherweise wird es dann am Donnerstag schon beschlossen. Vielen Dank, Nancy Faeser. Danke Ihnen. Ja, bisher sollen schon über 300.000 Menschen aus der Ukraine geflohen sein. Doch wie ist die Lage für die, die nicht das Land verlassen können oder wollen? Manuela Konrad und Svenja Bergerhoff mit Stimmen aus der Ukraine. Ich heiße Juri. Wir befinden uns in Kharkiv. Seit 4 Tagen sind wir im Bombenkeller, im Schutzkeller und es geht uns sehr schlecht. Hier werden nicht nur Militärobjekte beschossen, sondern auch zivile Bauten. Die Wohnhäuser werden von den Geschossen getroffen. Die Menschen, die überhaupt nichts mit den Kampfhandlungen zu tun haben, müssen sich verstecken. Wir können das Haus nicht verlassen, den Keller nicht verlassen, um frische Luft zu schnappen. Es fehlt uns an Wasser, Lebensmitteln. Es ist so gut wie unmöglich, zu den Einkaufszentren zu gelangen. Ich zeige Ihnen kurz, wer mit mir zusammen hier sitzt. Das sind alles Einwohner unseres Hauses. Mit Hunden, mit Katzen und sogar eine Ausländerin ist unter uns. Die Bedingungen hier sind nicht gut. Unser Morgen startet mit dem Geräusch von Explosionen. Unsere Tage vergehen mit dem Geräusch von Schüssen. Die Abende mit dem Geräusch von Sirenen und die Nächte mit der Angst, getroffen zu werden. Wir sind hier im Schutzbunker, um uns zu verstecken und ums Überleben zu kämpfen. Ich wünsche mir nur, dass schnell alles wieder normal wird. Und der ukrainischen Armee viel Kraft. Wir hoffen, dass unsere Partner uns helfen, diesen Idioten, diesen Feind Putin zu stoppen, damit wir in der Zukunft friedlich und ruhig leben können. Hier spricht Andrei aus Kiew. Wir haben hier in meiner Stadt bis Montag eine Ausgangssperre. So habe ich Zeit, etwas über die Lage hier in der ukrainischen Hauptstadt zu erzählen. Insgesamt ist die Lage relativ ruhig, aber ich hatte eine schlaflose Nacht. In meiner Stadt kämpft nicht nur die Armee, sondern auch Zivilisten. Die meisten Einwohner Kiews sind in Schutzräumen oder in ihren Häusern. Wir freuen uns auf den Moment, in den alles wieder in Frieden endet. Ich bin mit meiner Familie zu Verwandten gezogen. Sie wohnen genau wie wir im Zentrum. Aber wir sind dorthin gezogen, weil sie näher an der U-Bahn-Station wohnen. Und von dort aus kann man schnell runterrennen, um sich zu verstecken, wenn bombardiert wird. Das haben wir in den ersten 2 Tagen schon getan. Wir haben circa 5 Stunden in der Metro verbracht, bevor wir wieder in unsere Wohnungen zurückgegangen sind. Wir wohnen im Erdgeschoss. Wenn wir Sirenen oder Schüsse hören, rennen wir in den Hausflur. Dort sitzen wir an den Wänden und warten, bis es aufhört. Wir haben Lebensmittel und Wasser gekauft für den Fall der Fälle.
Wir haben jetzt Ausgangssperre und wurden informiert, dass es schwere Kämpfe rund um Kiew geben könnte. Deshalb verlassen wir unser Zuhause gerade nicht. Informed that there may be heavy fights in all around Kiev, so we are not leaving our homes now. Wir sind hier in der Abteilung für Suchtkranke und wir gehen nicht raus, nur wenn ein Mitarbeiter Brot holt. Wir haben 4 Laibe Brot für 30 Menschen bekommen. Hier ist noch ein kleines Zimmer, was wir ausgestattet haben. 30 Patienten sind noch da. Ich bleibe bei ihnen. Meine Mitarbeiter habe ich zu ihren Familien geschickt. 3 Tage halten wir durch. Das Wasser reicht für Trinken und Kochen. Bei der Menge von Menschen, die hier gerade sind. Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie davor, sagt heute Bundeskanzler Scholz in einer Regierungserklärung, in der klar wurde, dass auch die deutsche Politik einen Kurswechsel vollzieht. Über den historischen Einschnitt die Reden im Bundestag, Christiane Hübscher. Auf der Ehrentribüne begrüße ich den Botschafter der Ukraine, Dr. Andrei Melnyk. Diese denkwürdige Sondersitzung des Bundestags beginnt mit einem nicht enden wollenden Applaus für Melnyk. Er hatte Deutschland regelrecht um Hilfe angefleht in den letzten Tagen, den Bundeskanzler öffentlich kaltherzig und stur genannt. 1 Minute und 12 Sekunden lang erhebt sich das Parlament für ihn, stellvertretend für alle 40 Millionen Ukrainer. Nur die AfD bleibt sitzen. Olaf Scholz wird dann in seiner Regierungserklärung versuchen, eine Begründung zu geben für einen persönlichen und politischen Umschwenk, wie es ihn in Nachkriegsdeutschland noch nicht gegeben haben dürfte. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen. Scholz wirft dafür ein eisernes Mantra über Bord. Die Bundesregierung wird der Ukraine sofort Waffen zur Verteidigung schicken. Und Deutschland wird mehr, viel mehr in die eigene Sicherheit investieren. Etwas, das die SPD bisher immer verhindert hat. Aber machen wir uns nichts vor, bessere Ausrüstung, modernes Einsatzgerät, mehr Personal, das kostet viel Geld. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Für Oppositionsführer Merz ist die Lage schwierig. Scholz hat praktisch über Nacht alles abgeräumt, wofür die Union ihn gerne kritisiert hätte. Der Ausschluss Russlands von SWIFT, Waffenlieferungen, Wehretat, all das unterstützen CDU und CSU. Und so bleibt Merz nur der Hinweis auf die Belastung der nächsten Generation. Ein Sondervermögen ist nicht ein Vermögen, sondern ein Sondervermögen sind zunächst einmal neue Schulden. Und wie wir diese neuen Schulden aufnehmen und wie wir sie dann möglicherweise in unserer Verfassung verankern, das geht nicht allein mit einer Regierungserklärung am Sonntagmorgen zu machen. Der FDP-Finanzminister kontert, das sei der Preis der Freiheit. Zahlbar sogar unter der künftigen Wiedereinhaltung der Schuldenbremse. Lindner erinnert daran, wer 16 Jahre lang das Verteidigungsministerium führte. Friedrich Merz, wir werden nicht danach fragen, wer die Verantwortung für den Zustand der Bundeswehr hat. Wir werden nicht mit dem Finger aufeinander zeigen. Aber die Investitionen in die Bundeswehr, lieber Friedrich Merz, die sollten Sie nicht führen mit der Warnung vor neuen Schulden. Das sind in Wahrheit natürlich Kredite, die wir aufnehmen in den nächsten Jahren. Aber in dieser Weltlage sind es zunächst und zumeist Investitionen in unsere Freiheit. Auch die Grünen hatten noch im Wahlprogramm das 2%-Ziel der NATO abgelehnt. Doch Putins Krieg, so Außenministerin Baerbock, sei ein hinreichender Grund dafür, dass man seine außenpolitische 180-Grad-Wendung im richtigen Moment und bei vollem Bewusstsein
treffen muss. Jetzt ist, so traurig es ist, der Moment dafür. Vizekanzler Habeck spricht von einer militärischen Vergewaltigung der Ukraine durch Russland, die die Grüne Friedenspartei zum Umdenken führe, allen Zweifeln zum Trotz. Und ich achte es hoch, eine Position des unbedingten Pazifismus, die sich sicherlich auch aus dieser Geschichte ableitet und sagt, wir können nicht weiter nächste Schuld auf uns laden. Ich achte es, aber ich halte es für falsch, denn schuldig werden wir trotzdem. Wir kommen mit sauberen Händen dann aus der Sache nicht raus. Deswegen ist die Korrektur, die die Bundesregierung gemacht hat, also die Bereitschaft, Waffen zu liefern, richtig. Die Linke gesteht einen historischen Irrtum ein. Ja, der Aggressor heißt Putin, doch die Linksfraktion zieht andere Schlüsse daraus. Meine Partei, die Linke, räume ich in aller Deutlichkeit ein, dass wir die Absichten der russischen Regierung falsch eingeschätzt haben. Bei der Frage, was es jetzt allerdings zu tun gilt, sind wir in mehreren Punkten anderer Auffassung. Und ich muss es einfach in der Deutlichkeit sagen, dieses Hochrüsten, diese Militarisierung, die können und werden wir als Linke nicht mittragen. Auch die AfD verurteilt den russischen Angriffskrieg, sieht aber eine Mitschuld bei der NATO und ist nicht einverstanden mit höheren Militärausgaben. Herr Scholz, Sie haben heute leider den Kalten Krieg reaktiviert mit Ihrer Rede. Das muss ich so deutlich sagen. Und wir müssen fragen, welche sozialen Folgen hat Ihre Politik für die deutschen Bürger? Diese müssen schon jetzt überall mit steigenden Preisen leben lernen. Stichworte Benzinpreise, Heizkosten, steigende Inflation. Wollen Sie allen Ernstes die Bundesregierung sein, die wieder Soldaten in einen Krieg gegen Russland schickt? Das lehnen wir ebenso ab wie die Lieferung von Waffen in Kriegsgebiete. Es ist eine Zäsur in der deutschen Politik. Es ist eine teure Zäsur, so viel ist schon klar. Und es ist Putin, der die Ampelregierung zu diesem dramatischen Kurswechsel zwingt. Im Bundestag heute anwesend war auch der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk. Guten Abend. Guten Abend, Frau Pieper. Sie haben ja zuvor dringend um Hilfe gebeten, immer wieder an die Bundesregierung appelliert. Was war denn für Sie das Wichtigste heute? Das war ein besonderer Tag, nicht nur jetzt für Deutschland, sondern natürlich auch für die Ukraine, für meine Landsleute, weil wir gesehen haben, dass dieser Kampf meiner Landsleute für ihre Staatlichkeit, für die Freiheit, dass dieser Kampf auch nicht nur diese Empathie erfährt, sondern auch eine sehr, sehr praktische Unterstützung, sowohl politisch als auch was die Waffenlieferungen angeht. Und dafür sind vor allem viele, viele Ukrainer heute an diesem Tage sehr dankbar. Wie sehen Sie denn die Lage im Moment in der Ukraine? Wie viel Hoffnung setzen Sie auf die Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine? Die Ukraine hat diesen Krieg nicht begonnen, aber wir sind bereit, alles zu tun, damit er so schnell wie möglich beendet wird. Dieses Blutvergießen seit vier langen, langen Tagen, das ist etwas Schreckliches, ein Inferno für uns alle, auch für meine Familie, die genauso wie unser Präsident Zelensky immer noch in Kiew bleibt und ausharrt unter dem Raketenbeschuss. Deswegen die Chance für Diplomatie ist da. Und wir hoffen, dass das keine Scheingespräche geben wird, dass das Putin nicht weiterhin spielte und taktierte. Wenn es ein Angebot gibt, dann sind wir bereit, sind unsere Regierung bereit, so schnell wie möglich zu verhandeln, um diesen Horror zu beenden. Ja, die Friedensverhandlungen sollen ja doch in Belarus stattfinden, obwohl von dort auch Raketen auf die Ukraine abgefeuert wurden. Warum nun doch das Einverständnis? Soweit ich weiß, ich kann das im Moment ehrlich gesagt nicht bestätigen, dass Weißrussland als diese Orte schon ausgewählt wurde, ja. In der Tat, weil eben, wie Sie sagen, auch aus dem belarussischen Boden wurde dieser Angriff, dieser Krieg gestartet. Und es gab immer wieder auch Raketenschläge vom Norden, von unserem Nachbarstaat. Das hat natürlich viele Menschen zutiefst erschüttert, weil wir schon nicht geglaubt haben, dass wir diese Situation haben. Deswegen ein neutraler Ort wäre aus unserer Sicht viel passender. Aber Hauptsache ist, dass man vorankommt und dass man auf einem diplomatischen Wege diesen Wahnsinn stoppt. Es gab ja heute auch eine große Friedensdemo in Berlin. Wie wichtig sind denn solche weltweiten Zeichen der Verbundenheit?
Diese Solidarität, die wir heute in Berlin im Zentrum der Stadt, aber auch in vielen, vielen anderen deutschen Städten und Kommunen gesehen haben, geben Mut uns Ukrainern, diesen Kampf nicht aufzugeben, auf keinen Fall, sondern weiterhin zu kämpfen und zu zeigen der gesamten Welt, aber auch den Russen, auch dem Putin, dass wir nicht und nie bereit sein werden, diesen Krieg kampflos quasi zu beenden, sondern wir werden so lange da sein und gerade stehen für die Heimat, für unsere Familien, solange das notwendig ist. Und diese Zeichen, diese Empathie, die heute, gerade heute überwältigend war in ganz Deutschland, die sind wirklich Zeichen dessen, dass wir in diesen dramatischen Tagen und Wochen, die vielleicht uns immer noch vor uns liegen, nicht allein gelassen werden. Sagt der ukrainische Botschafter. Vielen Dank nach Berlin. Dankeschön, Frau Pieper. Und das Gespräch haben wir direkt vor der Sendung aufgezeichnet. Live bei mir im Studio ist ja aber der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte. Guten Abend. Ja, guten Abend. Dann lassen Sie uns doch da mal einordnen, was da heute im Bundestag passiert ist. Mhm. Würden Sie auch von einer Zeitenwende sprechen? Erstmal von einem großen Demokratieerlebnis, angemessen als Reaktion auf eine neue Realität. Ein Realitätsschock hat die deutsche Politik erfahren. Und heute ist praktisch die Antwort formuliert worden auf einen zweiten Kalten Krieg. Und zwar mit all dem, was eine Demokratie ausmacht, eine Fülle an unterschiedlichen Argumenten, die zusammengetragen worden sind. Regierung und Opposition, alle kommen zu Wort. Und vor allen Dingen, man korrigiert sich, dass man früher Fehler gemacht hat. Das ist genau die Provokation der Freiheit, von der Habeck heute auch sprach, vor der sich letztlich Putin fürchtet. Nicht vor dem deutschen Parlament, aber vor der Idee der Freiheit. Was hat Sie denn heute am meisten überrascht? Ja, die Begrifflichkeiten, die ausgewählt worden sind, fand ich beeindruckend. Also Freiheitsenergie beispielsweise, was Lindner formuliert hat. Oder auch die militärische Vergewaltigung als Begründung, warum Habeck eigentlich als grundsätzlicher Pazifist doch einer Bewaffnung und einer Lieferung von Waffen jetzt zustimmt. Das sind schon wichtige Argumente und wichtige Begrifflichkeiten gewesen. Und vor allen Dingen das Politikparadox, was wir erleben, dass ein linker Kanzler mit fast richtigen Kompetenz führt und zur Aufrüstung geradezu antreibt, das ist vollkommen unerwartet. Und es macht die ganze Koalitionsvereinbarung zur Makulatur. Ja, Waffen in Kriegsgebiete, das war ja bisher ein No-Go. Warum diese Kehrtwende? Ja, weil die Realität eine neue ist. Und insofern wir Daseinsvorsorge mit Zukunftssicherheit völlig neu definieren. Infrastrukturaufrüstung ist praktisch das, was Freiheit garantiert. Im Energiepolitischen, im Militärpolitischen. Und das ist das neue Denken. Ja, es gab ja viel Applaus heute im Bundestag, aber auch Zwischenrufe, als es um die Aufrüstung der Bundeswehr ging. Wie wichtig sehen Sie denn dieses Sondervermögen Bundeswehr von 100 Milliarden Euro? Das ist mehr als eine Symbolik. Es ist ein Zeichen, dass wir ja etwas verändern müssen, auch mit Geld. Zukunftssicherheit geht nur über die Ressourcen, Sicherheit, die wir über militärische Güter offenbar auch wieder erreichen können. Wir müssen etwas nachholen. Und das mit einem großen Schlag, also Bazooka hätte wahrscheinlich normalerweise der ehemalige Finanzminister Scholz dazu gesagt. Auch Friedrich Merz hat heute vom Kriegsverbrecher Putin gesprochen. Wie sehen Sie die Rolle der Opposition da gerade? Ja, sie war sehr konstruktiv heute, grundsätzlich die Opposition. Sie hat gesagt, wir arbeiten mit der Regierung zusammen in dieser Notsituation, um praktisch auch auf die neue Realität sich einzustellen, dass wir insgesamt eben Sicherheits- und Außenpolitik neu bewerten müssen und das nur zusammen machen können. Also je einiger wir sind, je mehr wir Gewicht legen auf eigene Verteidigung, die wir bisher vernachlässigt haben, umso stärker kann die Bundesrepublik sich schützen. Und das ist auch eine Aufgabe, an der die Opposition sich beteiligt. Hat sich Deutschland zu lange in falscher Sicherheit gewähnt? Ja, wir alle, ganz offenbar. Wir haben auch nie in Wahlkämpfen darüber diskutiert. Außensicherheitspolitik war ein exotisches Thema. Insofern müssen wir selbst umdenken, wie wir uns selbst zukünftig schützen können. Aber in einem komplexen Thema. Es geht nicht nur um Waffen, es geht auch um Energie. Vielen Dank, Professor Korte. Gerne. Ja, und während in Deutschland also der Kurs der Politik Grundländern geändert wurde, hat sich für die Menschen in der Ukraine ihr ganzes Leben verändert. Es herrscht Krieg. Menschen fliehen, sind verzweifelt. Über den Kriegstag in der Ukraine, Gerd Anhalt.
Wenn Bürger sich verabreden, um gemeinsam Benzinbomben herzustellen, dann ist ein neues Stadium des Schreckens erreicht. Nutzt alles, was ihr zur Hand habt, um die Angreifer zu stoppen. Diese Losung gab die Armee aus. Und das schon bevor eine weitere Nacht mit massiven Attacken auf die Hauptstadt begann, mit Leuchtspurgeschossen und Kanonendonner, bis dann gegen 1 Uhr der Feuerschein am südwestlichen Nachthimmel die Explosion des Ölterminals von Wasilkiw anzeigte, über 30 Kilometer vor Kiew. Liebe Mitbürger, Sie alle sehen das Feuer, das kommt von unserem Öldepot. Der Feind will alles zerstören, aber er wird nichts erreichen. Den ganzen Tag lagen wir und lag unser Flughafen unter Raketenbeschuss und nun geht es weiter. Aber alles wird gut, auch wenn es nicht leicht wird. Mit Gottes Hilfe werden wir das durchstehen. Nach dem ersten Schrecken meldete sich bald der Katastrophenschutz und gab Entwarnung. Wir haben das Feuer innerhalb der Anlage gehalten. Es dehnt sich nicht aus und es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Gefahr freilich bestand für die Feuerwehrleute, die sich dem Inferno entgegenstellten, aber scheinbar wurde niemand verletzt. Gespenstische Ruhe dagegen in den Straßen Kiews, über das die Regierung eine Ausgangssperre verhängt hat, die noch bis Montag in Kraft ist. Jeden, der draußen aufgegriffen wird, betrachten wir als feindlichen Agenten, lautet die Ansage. Und so verschanzten sich die Bürger in ihren Wohnungen oder verbrachten eine weitere Nacht, begleitet vom Geheul der Sirenen, im Luftschutzbunker oder in den Wartezonen der U-Bahn. Von Freiwilligen mit dem Nötigsten versorgt und verpflegt und schöpften vielleicht ein wenig Kraft aus der Gemeinschaft, in die ihre Not sie gezwungen hat. Die Stimmung hier im Bombenkeller ist gefasst. Es gibt viel menschliche Wärme und wir helfen einander. Alles scheint nun mehr oder weniger unter Kontrolle. Wir sind auf einem guten Weg. Unsere Soldaten haben die Sache in der Hand. Selbst das ukrainische Fernsehen hat Studio- und Redaktionsräume verlassen und sendet die Nachrichten aus der Tiefgarage. Weil es leider wieder Fliegeralarm gibt, müssen wir uns von diesem Ort melden, erklären die Moderatoren, aber viel Hoffnungsvolles haben sie nicht zu berichten. Die Kämpfe gehen im ganzen Land weiter. Und als der vierte Kriegstag über den menschenleeren Straßen erwachte und am fernen Horizont die dunklen Rauchsäulen von den Angriffen der Nacht erzählten, meldete sich der Bruder des Bürgermeisters mit einem eindringlichen Hilferuf. Ich bin Wladimir Klitschko und ich appelliere an die ganze Welt, diesen Krieg, den Russland angefangen hat, zu beenden. Zivilisten werden von Raketen getötet oder von Spezialeinheiten ermordet, und das mitten in Europa. Wir sind auf dem Weg in eine humanitäre Katastrophe. Sie müssen die russische Aggression jetzt mit allen Mitteln stoppen. Schon in einer Stunde oder morgen kann es zu spät sein. Zögern Sie nicht und stoppen Sie die russische Aggression. Stoppen? Aber wie? In den sozialen Netzwerken kursieren dramatische Aufnahmen von mutmaßlichen ukrainischen Bürgern, die russische Panzerkolonnen zum Stillstand bringen, wenigstens vorübergehend und unter größter Gefahr. Wo sie entstanden und ob sie echt sind, niemand kann das sagen. Immer wieder ist auch von jungen russischen Gefangenen und Deserteuren die Rede, die angeblich nichts vom Krieg wissen und denen erzählt wurde, sie zögen ins Manöver. Und dann wieder Bilder einer Überwachungskamera, die russische Soldaten beim Plündern eines Ladengeschäfts zeigen sollen. Auch dies ohne Nachweis und ohne Ortsangabe. Militärkolonnen, anscheinend russische, bewegen sich durch Wohnsiedlungen. Diese Aufnahmen sollen aus Charkiw stammen, in dessen Zentrum sich die Russen berichten zufolge heute Straßenkämpfe mit den Verteidigern lieferten. Ob diese Aufnahmen dann das Ergebnis dieser Konfrontationen zeigen, ist wiederum kaum verlässlich zu ermitteln. Charkiw sei aber wieder vollständig unter ukrainischer Kontrolle, ließ schließlich der Gouverneur der Region verlauten. Jedoch gelang es den Angreifern offenbar in der Nacht, eine Gaspipeline in der Nähe in die Luft zu jagen. Und während es weiterhin jede Verantwortung für zivile Opfer und Schäden zurückweist,
meldet sich Moskau mit einer weiteren erfolgreichen Zwischenbilanz. Insgesamt haben wir jetzt 975 Objekte der militärischen Infrastruktur der Ukraine getroffen, darunter 23 Befehlszentren und 48 Radarstationen, 31 Luftabwehrstellungen, hinzu kommen 8 abgeschossene Flugzeuge, 7 Hubschrauber, 223 Panzer und 143 Lkw. Diese Zahlen sind ebenso wenig zu überprüfen wie die Twitter-Bilder der ukrainischen Milizen, die ihrem Gegner deftige Flüche und üble Verwünschungen entgegenschleudern, oder das Video des ukrainischen Militärs, das den Drohnenangriff auf einen russischen Konvoi zeigen soll. Russland verlor, so Kiew, bereits 146 Panzer, 27 Flugzeuge und 26 Hubschrauber sowie 4.300 Soldaten. Präsident Selenskyj, nachdem er dem Westen und auch Deutschland für die militärische Hilfe dankte, verurteilte in seiner jüngsten Ansprache die Angreifer als Kriegsverbrecher. Ihre Beteuerungen, keine zivilen Ziele anzugreifen, sind Lügen. Von der ersten Stunde an haben sie bewusst auch Zivilisten und alle Einrichtungen unseres Alltags ins Visier genommen. Kraftwerke, Krankenhäuser, Kindergärten und Wohnungen, all das wird jeden Tag beschossen. Und während auf allen offiziellen und inoffiziellen Kanälen die Anschuldigungen und Appelle, Lügen, Propaganda, Hilferufe und Beleidigungen hin und her fliegen, rüstet sich die ukrainische Hauptstadt für die nächste Kriegsnacht und vielleicht für den nächsten russischen Raketenregen. Ja, und die Zahl derer, die aus der Ukraine fliehen, reißt nicht ab. Wie schon gesagt, über 300.000 sollen es inzwischen sein. Und die kommen auch in Polen an und werden erst einmal versorgt. Über die Situation an der Grenze berichtet Nathalie Steger. Es ist ein Grenzübergang an der Autobahn, aber die Menschen drängen in der Nacht zu Fuß aus der Ukraine nach Polen. Raus, wie auch immer. Endlich ist die beschwerliche Reise aus dem Kriegsgebiet geschafft. Viele Frauen mit Kindern harren auf der Autobahn aus. Wir kamen zu Fuß und es war sehr hart. Aber jetzt sind wir hier und es ist okay. Viel besser als in der Ukraine. More better than in Ukraine. Auf der polnischen Seite wird die Autobahn zum Parkplatz. Angehörige suchen Geflohene. Freiwillige, die Transport anbieten, wollen die Menschen aufnehmen. Aber es gibt kein Vor und kein Zurück. Damit die Geflohenen nicht so lange in der Kälte warten müssen, werden sie in Bussen zu einem Einkaufszentrum gebracht. Als Zwischenstation, bevor es weitergeht. Es sind kaum Männer darunter, weil die Männer zwischen 18 und 60 Jahren in der Ukraine bleiben müssen und das Land verteidigen sollen. Sivano hat es noch mit seiner Familie geschafft, aber wird sie wohl alleine weiterreisen lassen. Ich werde wohl zurückgehen, ja, in die Ukraine, weil da meine Freunde sind und es gibt die Notwendigkeit, mein Land zu sichern. Sie haben sogar einen Autokindersitz mitgebracht. Agnieszka und Dominika bieten Fahrten nach Krakau oder Katowice an und alles, was auf dem Weg liegt. Es gibt unzählige solcher Helfer und Helferinnen. Das ist doch normal, dass die Leute helfen. Und das ist alles. Das ist keine große Geschichte. Wir werden einfach gebraucht und wir müssen es machen. Grenzübergang Medyka, wo die Menschen seit Anfang der russischen Offensive nach Polen kommen. Oft seit 2-3 Tagen unterwegs, ausgehungert, erschöpft. Essen, Sachspenden, viele Polinnen und Polen helfen auch hier. Hier zieht schlechtes Wetter auf, aber die Menschen, die es nach Polen geschafft haben, die werden jetzt in Busse gebracht oder Privatleute holen sie ab und ihre Reise hat ein vorläufiges Ende und sie sind in Sicherheit. Aber auf der ukrainischen Seite, da müssen die Menschen stundenlang warten, bis sie es hierüber nach Polen schaffen. Tag 4, die Organisation klappt. Polen kümmert sich vorbildlich um die Flüchtlinge. Es ist eine beklemmende Routine eingekehrt. Ja, und eine weitere Anlaufstelle für Migranten ist die Slowakei. Britta Hilpert beobachtet für uns die Situation ganz im Osten des Landes, direkt an der ukrainischen Grenze, rund 250 Kilometer entfernt von Lemberg. Britta, wie versucht man denn, den Menschen dort zu helfen?
Na, hier zum Beispiel ganz konkret, hier an diesem Tisch bekommen Ukrainer, die hier gerade angekommen sind, eine slowakische SIM-Karte, damit sie mit ihren Lieben in der Ukraine Kontakt halten können, damit sie aber auch organisieren können, dass sie hier in der Slowakei oder von Ukrainern, die etwas weiter weg wohnen, zum Beispiel in Tschechien oder auch in Deutschland, abgeholt werden. Das passiert hier sehr häufig. Diese Karten bekommen die Ukrainer hier umsonst. Aber natürlich gibt es auch noch andere Hilfe. Da, wenn wir darüber gehen, da sehen wir ein Zelt von vielen, von NGOs, von Hilfsorganisationen, in diesem Fall die Malteser, das Rote Kreuz ist hier und ganz viele Privatleute, die sich auf den Weg gemacht haben, die dann hier Transport umsonst anbieten oder einfach nur heiße Getränke und ein bisschen was Warmes zu essen, was bei jetzt 3 Grad tatsächlich auch wirklich notwendig ist. Denn immer noch kommen von da drüben, von der ukrainischen Seite, von der Stadt Uschgorod, schubweise vor allem Frauen und Kinder mit kleinen Kindern hier rüber mit riesigen Koffern, die sehr häufig hoffen, dass sie hier nur ein paar Tage ausharren müssen und sehr häufig auch abgeholt werden von Freunden und von Verwandten. Aber es kommen eben auch immer mehr Leute an, die eigentlich gar nicht wissen, wohin, die weggelaufen sind vor den ersten Schrecken des Krieges in Kiew oder in Kharkiv. Ja, Sie sagen, es kommen immer neue an. Gibt es denn genügend Kapazitäten für die Flüchtlinge dort? Das ist die große und die entscheidende Frage. Da hängt es natürlich auch sehr davon ab, wie lange das Kriegsgeschehen jetzt noch dauert, wie intensiv das wird. Ich habe den Eindruck, dass auf der anderen Seite, ich habe da Bilder, Webcam-Bilder gesehen, immer noch sehr, sehr viele Menschen warten. Nathalie hat es ja in ihrem Stück auch dargestellt. Es müssen kilometerlange Staus sein. Hunderte, Tausende von Menschen, die ausreisen wollen, die einfach in Sicherheit wollen. Ich will aber auch noch mal erwähnen, dass ich hier tatsächlich auch ein paar Leute getroffen habe, ein paar Männer, die in die andere Richtung fahren, in die Ukraine. Die sagen, jetzt ist der Moment, wo wir wieder nach Hause fahren müssen. Wir haben hier einen guten Job in der EU, aber wir müssen nach Hause fahren und wir müssen unser Land verteidigen. Ich glaube, direkt hinter mir kommt gerade ein solcher Wagen aus der Ukraine, der darüber fährt. Aber diesen Menschen, muss ich sagen, kann man nur viel Glück wünschen bei diesem Vorhaben. Vielen Dank, Britta Hilpert, für diese Eindrücke von der Grenze. Ja, angemeldet waren 20.000 Menschen. Es kamen weit über 100.000, die heute in Berlin gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine und für den Frieden demonstrierten. Zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule versammelten sich so viele Demonstrantinnen und Demonstranten wie lange nicht mehr. Das Motto: Stoppt den Krieg, Frieden für die Ukraine und ganz Europa. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Friedensgruppen und Umweltschutzorganisationen hatte zu dem Protest aufgerufen. Viele Plakate machen den russischen Präsidenten Putin persönlich verantwortlich für den Krieg. Seit 4 Tagen zeigen Menschen rund um den Globus ihr Mitgefühl und ihre Solidarität mit den bedrängten Ukrainerinnen und Ukrainern. Ja, für uns auf der Demo ist Stefanie Gargosch. Was ist denn im Moment noch los in Berlin? Ja, Antje, es war heute irgendwie ein wirklich bewegender Moment. Die Demonstrationen, die Kundgebungen sind vorbei. Aber ich habe in meinem Leben noch nie so viele, in meinem Reporterleben, noch nie so viele Menschen auf der Straße gesehen, die sich solidarisch zeigen wollten. Angekündigt waren 20.000, der Veranstalter spricht von 500.000. Es waren unglaublich viele. Wir haben die ganze Zeit auf der Demo gedreht und auch auf der Kundgebung, haben mit Menschen geredet, die sehr besorgt waren, auch davor, dass das Ganze vielleicht eskalieren kann. Die sagen, wir müssen ein Zeichen setzen, die ukrainische Gemeinde. Die Gemeinde ist schon seit dem Beginn des Konfliktes jeden Tag vor der russischen Botschaft, jetzt auch, das kann man hinter mir sehen. Sie fordern Frieden in der Ukraine, natürlich singen die Nationalhymne. Und eine Ukrainerin, die inzwischen in Deutschland lebt, auch schon seit längerer Zeit, war heute auf der Kundgebung dabei und hat auch gesprochen. Sie ist jetzt bei mir, Alexandra Binert. Und Sie haben auch Familie in der Ukraine. Ja, ich habe Familie in der Ukraine. Meine Mutter lebt in Kiew und es ist zurzeit sieht es so aus, dass ich sie nicht rausholen kann, weil es einfach zu gefährlich ist. Was ist denn das für ein Gefühl? Also ich habe auch mit den Menschen heute, die haben ja auch immer wieder Fotos gezeigt, auch ganz schreckliche Bilder. Man kriegt das ja immer mit, man schreibt jeden Tag. Wie geht es einem damit? Naja, wir sind in Ohnmacht, wir sind wütend.
ehrlich gesagt ein schreckliches Gefühl, weil jeden Morgen wacht man auf und guckt erstmal Nachrichten, beziehungsweise als erstes schreibt man der Mutter und dann der Vater, ist alles okay bei euch? Und dann kommt zurück, ja, ich musste jetzt in den Luftschutzkeller oder ja, alles okay. Und es ist Krieg. Es ist Krieg und dieser Krieg geht uns alle an. Der Krieg ist in Europa. Das war heute auch meine Erfahrung auf der Kundgebung und auf der Demonstration. Die Leute haben große, große Angst davor, dass das eskaliert. Wie war das für Sie heute zu sehen, die große Solidarität doch in Deutschland? Es war sehr wichtig zu sehen, dass heute 500.000 tatsächlich mit uns am Brandenburger Tor, also zwischen der Siegessäule und Brandenburger Tor, zusammen gestanden haben. Aber ich muss sagen, der Krieg läuft. Es ist schon eskaliert. Es sterben jeden Tag Menschen, zivile Menschen. Und es kann nicht sein, dass wir hier irgendwie über mögliche Sanktionen das oder noch etwas reden. Jede Minute kostet ukrainische Leben und wir müssen handeln. Was fordern Sie jetzt weiter von Deutschland? Also Deutschland hat sich ja doch auch ganz schön weit schon bewegt heute. Ja, das ist gut. Wir fordern weiterhin Waffenlieferungen, weil wir verteidigen dort unseren Frieden und unsere Freiheit. Und es wird auch nicht anders gehen, als die zu verteidigen. Wir fordern Embargo, ein komplettes Embargo an Rohstoffen, die aus Russland kommen. Wir müssen Russland umzingen. Wir dürfen mit Russland keine Geschäfte mehr machen. Und wir fordern einen endgültigen Stopp von Nord Stream 2. Und Sie selbst, mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt durch die nächsten Tage? Ich hoffe, dass es bald vorbei ist, aber ich weiß es nicht. Ich hoffe jeden Tag, dass gute Nachrichten kommen und ich hoffe sehr, dass mein Land im Frieden und im Wohlstand leben kann. Und ich denke, Deutschland trägt da moralische, ethische und historische Verantwortung, alles Mögliche dafür zu tun. Was kann denn der Einzelne vielleicht auch tun? Haben Sie da eine Idee? Also wenn man jetzt sagt, okay, die Politik muss da handeln, aber was ist vielleicht auch für den Einzelnen möglich zu tun? Ja, Sie wissen, jetzt kommen ganz viele Geflüchtete zu uns aus der Ukraine. Es sind ja, mein Vater hat mir heute erzählt, die Schlange an der polnisch-ukrainischen Grenze ist 40 Kilometer lang. 40 Kilometer lang. Wir nehmen sie natürlich auf und es wird humanitäre Hilfe für Sie gebraucht. Spenden Sie Gelder für die humanitäre Hilfe. Kümmern Sie sich um die Geflüchteten. Wenn Sie ein Auto haben, fahren Sie dann mit dem Auto zur Grenze und holen Menschen ab. Ich danke Ihnen sehr. Alles Gute für Ihre Familie. Die Veranstalter haben übrigens weitere Demonstrationen und Kundgebungen angekündigt heute. Vielen Dank, Stefanie Gargosch. Ja, kümmern Sie sich um die Geflüchteten, hat sie gerade gesagt. Erste Flüchtlinge aus der Ukraine sind schon in Deutschland. In Freiburg kamen mehr als 150 Kinder in Bussen an. Eine lebensgefährliche Flucht liegt hinter ihnen, Dorothea Dörner berichtet. Über 70 Stunden Fahrt liegt hinter ihnen. 159 Heimkinder mit ihren Betreuern aus der Ukraine sind am Vormittag in Freiburg im Breisgau angekommen. Die Kinder zwischen einem und 17 Jahren sind müde und hungrig. Auch mit dabei Roman Kormiko, der Heimleiter aus Kiew. Wir haben die Kinder gebeten, weder trinken noch essen, um nicht das Bedürfnis haben, auf die Toilette zu gehen. Alle haben Hunger. In den letzten 3 Tagen gab es nur 2 Mahlzeiten. Die Kinder kommen aus einem Heim in der Nähe von Kiew. Mit 4 Bussen flüchteten sie über Polen nach Deutschland. Über 2000 Kilometer. Die lange Fahrt nicht ohne dramatische Zwischenfälle. В Ровно, где уже казалось, что уже нет угрозы, нас обстреляли беспилотники. In einer Stadt Ровно, das ist weiter westlich, wo wir gedacht hatten, wir sind jetzt außer Gefahr, sind sie von Drohnen beschossen worden. Дети очень испугались. Die Kinder sind sehr erschrocken. Ukrainische Polizisten, die Busse begleitet haben, hätten die Kinder beschützt, erzählt Roman Kormiko. Verletzt wurde dabei niemand. Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn ist geschockt von den Erzählungen. 10 Stunden an der ukrainischen Grenze, eine Mobilmachung, wo ein Vater aussteigen muss, sein eigenes Kind im Bus zurücklassen muss. Also das kann man sich eigentlich westeuropäisch gar nicht vorstellen. Denn Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen zurzeit die Ukraine nicht verlassen. Die Busfahrer hatten Glück und durften weiterfahren.
Mit der ersten Gruppe, mit der ich persönlich gesprochen habe, war ein dreijähriges Kind, das war komplett eingenässt und hatte nur ein Handtuch umgebunden, weil sie keine Ersatzkleidung mehr hatten im Bus. Die ganzen Materialien, der ganze Kleider kommt ja sozusagen mit den ukrainischen Bussen nachgefahren, weil wir in Dresden einen Buswechsel organisiert haben. In der Turnhalle eines Gymnasiums gibt es Essen und die Kinder werden medizinisch untersucht. Was in ihren Köpfen vorgeht, das kann im Moment niemand sagen. Wir sind dann, also in wenigen Stunden nach dem Kriegsbeginn, sind die Kinder um zehn Jahre gealtert. Diese Kinder sind in Sicherheit. Sie werden erstmal in Flüchtlingsunterkünften und in einer Jugendherberge untergebracht. Wenn Sie den Menschen in der Ukraine helfen wollen, können Sie das tun. Beim Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, Stichwort ZDF, Nothilfe Ukraine, IBAN.de 65 100 400 600 100 400 600. Alle Infos auch unter spendenzdf.de oder im ZDF-Text auf Seite 890. Und zum Schluss ist live in der Ukraine für uns nochmal Katrin Eigendorf, ca. 200 Kilometer südlich von Kiew. Wie ist bei Ihnen die Lage? Die Lage ist hier sehr angespannt. Das ist auch der Grund, warum wir es hier aus der Halle unseres Hotels senden müssen. Es gibt viele Freiwilligengruppen, die hier in der Stadt patrouillieren, die sich praktisch als eine Art Volksmiliz hier betätigen und die wirklich sehr nervös sind und Angst haben, dass hier russische Undercover-Agenten unterwegs sind. Und die haben uns im Prinzip gesagt, wir dürften jetzt hier draußen nicht mehr drehen. Also auf der einen Seite wirklich große Kampfbereitschaft der russischen Bevölkerung, aber eben auch zunehmende Nervosität, die auch dazu führt, dass wir Journalisten jetzt sicherlich damit rechnen können. Das höre ich auch von anderen Kollegen, dass wir hier nur noch eingeschränkt arbeiten können, denn die Nerven liegen jetzt hier am vierten Tag des Krieges auch ziemlich blank und die Leute eben sehen sich sehr unter Druck, haben einfach Angst um ihre Sicherheit. Das führt dann zu solchen Situationen. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir hier weiter berichten. Wie gesagt, im Moment haben wir uns hier erstmal in die Halle unseres Hotels zurückgezogen und versuchen von hier aus weiter zu berichten. Ja, was hören Sie denn von dort aus über die Situation in der Hauptstadt in Kiew? Die Situation in der Hauptstadt in Kiew ist ziemlich dramatisch. Die Menschen richten sich dort wirklich darauf ein, dass sie eine längere Belagerung ertragen können. Wir haben mit einigen Menschen geredet. Ich habe zum Beispiel gesprochen mit einer jungen Mutter, die im zweiten Monat schwanger ist, zwei Kinder hat und dort in Kiew feststeckt und sagt, ich kann im Prinzip die Stadt nicht verlassen. Ich will als Schwangere mich jetzt hier nicht auf einen ungewissen Weg machen. Die haben ihre komplette Wohnung verbarrikadiert. Sie sagt, wir wissen nicht, ob wir hier dauerhaft einfach noch Strom und Wasser haben. Wir richten uns im Prinzip auf eine lange Belagerung dieser Stadt mit ungewissem Ausgang ein. Also die Menschen sind schon auf der einen Seite sehr verzweifelt, aber auch eben sehr entschlossen, hier für ihr Land einzutreten. Aber die Situation wird eben mit jedem Tag, den dieser Krieg andauert, doch für die Menschen belastender und dramatischer. Vielen Dank für diesen Bericht aus der Ukraine, Katrin Eigendorf. Ja, das war es an dieser Stelle erstmal vom ZDF-Spezial. Wir melden uns gleich wieder nach den 19 Uhr heute Nachrichten. Bis gleich. Berlin direkt mit Theo Koll. Die russische Invasion in der Ukraine. Was Deutschland aus seiner gescheiterten Politik lernen muss. Berlin direkt. Heute Abend im ZDF.